Vorwärts, rückwärts, geradeaus. Warte, vorwärts und geradeaus ist das gleiche. Hoch und runter, hoch hinaus. So, fangen wir aber mit dem an, warum wir alle hier sind, dem Outland Cup. Es ist wieder soweit. Blizzard war schlau. Blizzard hat ein paar Sachen geändert. Und Blizzard hat etwas gemacht, was mir nicht gefällt. So, was Blizzard verändert hat, man hatte vorher schon bei den anderen Cups eine Quest. Dieses Mal ist es aber so, dass du alle Rennen fliegen musst. Dafür aber auch mehr Marken bekommst. Vorher musstest du 3 bestimmte Rennen fliegen und hast nur 10 Marken bekommen. Und Atia hat mir das schon confirmed. Hallo Atia. Also es ist Atia confirmed. Wenn man die 80 Marken bekommt und alle Rennen, ich glaube, er hat die meisten nur auf Bronze, weil ihm das mit dem Gold nicht so wichtig ist, du kannst dir dann das Transmog-Set kaufen. Blizzard hat hier was verändert. Das ist ein neues Transmog-Set. Neue Farbe, aber im Endeffekt, naja, ein Recaller von dem anderen Set. Ist aber nicht weiter schlimm. Also ich meine, dann ist das halt jetzt so. Und hat hier aber auch noch eine neue Drachen-Customization eingefügt. Da steht halt drauf, allowing you to randomize your Dragon Riding Mount Customization. Das heißt also, es ist random, wie dein Drache aussieht. Kann Leuten gefallen. Ich werde es mir wohl holen, aber ich werde mir vielleicht auch dieses Mal das Set holen. Sind auch 2 Schals dabei. Ich glaube, die Rücken gab es vorher nicht. Aber wenn man sich das... Ich habe es ja nicht komplett gerade angezogen. Warte mal, hier. Also das Rote passt zu dem Roten. Das andere ist, glaube ich, das Weiße. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das weiße Set war. Bin jetzt ein bisschen verärgert. Aber ich vermute mal, dass... Blizzard hat schon die nächsten Rennen angekündigt, wann alle weiteren Rennen kommt. Und angekündigt, wann das nächste Mal der Kalimdor Cup ist. Das heißt also, ich hoffe doch, dass spätestens in einem Jahr, ist es nämlich circa, dann das andere Set da drin ist, weil ich habe es mir nicht geholt, weil ich mir nicht die Arbeit machen wollte. Ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich denke, jeder Charakter kann wieder die Quest annehmen. Das heißt also, man kann mit 2 Charakteren die Rennen machen und hat so viele Marken. Und dementsprechend werde ich jetzt alle Rennen fliegen gehen. Und werde hoffentlich nicht die ganze Zeit in irgendwelchen Wänden landen. Das wäre natürlich sehr traurig. Wenn ich immer gegen die Wand fliege. Oder gegen Ketten. Oder gegen Bäume. Oder gegen Äste. Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt nicht reingeguckt. Aber fliegen wir erstmal nach. Gehen wir erstmal nach Outland. Wo soll ich denn anfangen? Soll ich in Hellfire Ramparts an? Also, ne, in dem ersten roten Gebiet, was sich einige dran erinnern. Hellfire, nicht Ramparts. Ramparts war die Indie. Hellfire Pens. Ich kann wieder super sprechen. Soll ich hier anfangen? Das heißt aber, ich gehe nicht über Shadrad, sondern gehe über Undercity. Zeige euch auch gleich warum. Sollte vielleicht auch fliegen. Apropos. Ganz vergessen. Man kann ja jetzt Drachen reiten. Ich bin gerade sehr seltsam im Boden geglitscht. Also das ist... Das ist das, was echt wesentlich besser ist als bei dem Kalimdor und der östliche Kingdom Cup. Weil, ich zeige euch jetzt warum. Ich meine, wenn euch das zu umständlich ist, ich weiß jetzt nicht, ob das schneller ist. Ich habe nämlich gerade nur dran gedacht, du fliegst so lange von Shadrad bis zum ersten Rennen dann. Aber man kann ja jetzt Drachen fliegen. I did forget, welches geht denn zuerst auf? Also wenn man nicht in die Zeit zurückreisen muss, kommt man schneller zu dem Portal, weil man quasi da rauskommt. Und ich kann hier Warmod nicht anmachen. Ich wollte es mit Warmod anmachen, damit mir niemand im Bild ist. Ja, deswegen. Hier ist nämlich direkt das Portal nach, wie ich eben gesagt habe, Hellfire Ramparts, aber es ist Hellfire, wenn es nicht ausgesprochen, es tut mir leid. Und da ist das Rennen. Weil ich so gewöhnt bin, in Eule zu gehen, muss ich mich noch dran gewöhnen, hier auf den Drachen zu gehen. Dann fangen wir mit dem allerersten Rennen an. Ich habe es jetzt mit Warmod auf, habe ich mir schon gedacht, hier sitzt nur einer. Wenn nicht, dass andere Charaktere hier sind. Man muss mein Charakter sehen. Gut. Das ist Hellfire Hustle. Es sind 3 Rennen wieder. Starten wir doch ganz vorne mit dem einfachen Kurs und freuen uns, dass ich hoffentlich nicht an dieser Fahnenstange da hängen bleibe. Uff.
Ich ahne Böses. Ach ja, nice. Direkt mit Feuerkugeln. Klar. Uff, das ist schnell. Uff. Also, ich meine, es sollte schnell sein. Das ist ein Rennen. Aber ich war gerade, weil das andere Treffen fliegen hat, so ein bisschen langsam angefühlt. So. Hallo, großes Portal. Ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht auf die Nase lege, wenn ich sage, oh, der einfache Kurs, den sollte ich ja hinkriegen. Uff. Da ist ein Rare gespawnt. Help. I need... Wo? Ich muss zurück. Oh mein Gott, der Kurs ist lang. Der ist toll. Oh mein Gott, I like it. Er ist fast auf dem Hügel gelandet, ich geb's zu. So, wo habe ich den Ramp-up gefunden? Der einfache Kurs war einfach. Den habe ich gemeistert. Ich bin nirgends verstecken geblieben. Ich habe es hingekriegt. Ich bin stolz auf mich. Es war direkt Gold. Also, ne? Hellfire Hustle. Abgeschlossen. Gut. Dann geht es weiter mit dem Advanced-Kurs. Das sind an. Nee, es sind die gleichen Feuerkugeln. Right. Ja. Ja. Weil sie noch nicht am Durchlaufen waren. Was sich ja ändert, ist, du hast hier grüne Kugeln zum Einsammeln statt dieses Swirlies mit Speed. Das heißt, hier hast du Vigorek und das andere ist halt Speed Buff. Wahrscheinlich hat sich das deswegen auch so schnell angefühlt. Wenn ich jetzt gleich den Ramp-up doch wieder kriege, frage ich mich, wo der ist. Ich denke nicht. Ich glaube, ich bin nicht durch die grüne Kugel geflogen. I'm not sure. So. Uff, habe ich nochmal Glück gehabt. Ich dachte schon, ich hätte es hart getroffen. Aber alles gut gegangen. Mura hat kein Käsebällchen gegessen. Mura wurde nicht geslowt. So. Uff, jetzt sieht man mal das Portal irgendwie von der anderen Seite, wenn man so lang fliegt. Ich meine, ja, jetzt während des Fliegens achtet man nicht so krass auf das Portal, aber wenn man jetzt... Ich bin tatsächlich nie hochgeflogen großartig und habe mir das Portal aus der Ferne angeguckt. So irgendwie im Gesamten betrachtet. Der war kürzer. Hallo Conan, der Papa. Es war Gold. Okay, ich hatte gerade für eine Sekunde Angst. Es ist Gold. Das ging. Let's go. Rückwärts. Da bin ich jetzt mal gespannt. So habe ich mir das nie angeguckt, das Portal. Das ist schon mächtig. Darauf wollte ich gerade eben hinaus mit meiner Aussage. Vorwärts, rückwärts, geradeaus. Warte, vorwärts und geradeaus ist das gleiche. Hoch und runter, hoch hinaus. man kann dann an dem Text gerade etwas zweifeln. Weiß nicht, ob ich hier schon großartig minmaxen muss. Also minmaxen im Sinne von wirklich vernünftig fliegen, nicht einfach blind P drücken. P, da war der Ramp-up. Ich habe das grüne Ding gesehen. Uff. T ist halt bei mir die Fähigkeit. Deswegen. Ist so in meiner Leiste belegt und ich habe mich dann gewöhnt. Oh Gott, ich habe es nicht gefressen. Ich habe halt leider eine neue Tastatur und habe nur festgestellt, dass wenn ich normal kämpfe, T schwierig zu drücken ist. Aber hier drücke ich ja basically nur T. Der Kurs sieht gut aus. Ah, es fühlt sich gerade langsam an. Der ist... Warum hat sich denn jetzt die zweite Runde schneller angefühlt? Es ist Silber. Wo ist der Ramo? Also muss ich mich für den Reverse-Kurs echt zusammenreißen, anstrengen. Atme jetzt einmal tief durch. Und habe tatsächlich hardcore unterschätzt, wie viele Rennen das sind und wie viel Zeit das in Anspruch nehmen wird. Zeitmanagement kann ich nicht. Tja, nicht das erste Mal.
Nicht einfach nur T drücken, Alex. Du weißt es doch besser. Du kannst zwar immer noch nicht perfekt fliegen, aber das hier solltest du hinkriegen. Die anderen Kennen kommen irgendwann. Ganz, ganz bestimmt. Das, was mir noch, was ich noch nicht geschafft habe, auf Gold zu bekommen. Über dem Portal muss die Luft ganz schön dünn sein, weil es so hoch ist. Oder ist der Luftdruck in WoW anders als in der Real World? In dem Kristall kann man bestimmt auch easy aus Versehen hängen bleiben. Gold! Juhu! Und das ist das Schöne. Letztes Mal bist du ja immer abgemountet worden. Und jetzt kannst du halt einfach wunderschön weiterfliegen. Hallo Tink und hallo tschüss Conan. So. Auf geht's. Wie heißt der Kurs? Razorthorn Rice Rush. Oh Gott. Hier ist Dawn, right? Oh Gott. Oh. Habe ich ja direkt schon Bock drauf. Direkt Flashbacks von anderen Dorn. Okay, wo soll ich hin? Ich bin dagegen gedotzt. Oh, ich habe jetzt schon keine. Ich sollte das Mount wechseln, maybe? Trau mich gar nicht, Speed zu benutzen, weil ich Angst habe, dann irgendwo gegen zu fliegen. Hier an der Grenze. Na ja, gut, das. Ich bin schon wieder an der Stachel hängen geblieben. Hab das doch genau gemerkt. Uff. Na, das Gebiet ist ja hier am Übergang zu dem anderen Gebiet. Wo zwei Gebiete kollidieren. Das ist klar. Das ist schön gemacht. Yay! Trotz die Dotzer habe ich es erfolgreich auf Gold gebracht. Der Hügel ist nicht so groß zum Landen. Nein. Gut, versuchen wir den Advanced-Kurs. Oh, ich habe Angst. Oh, ich habe Angst beim Reverse-Kurs. Uff. Mein Stachelerlebnis. Ey, mein Dorn. Ach, was auch immer, ihr wisst schon. Ich bin doch gar nicht Dornröschen. Ja, ich versuche dann mal weiter zu fliegen. Aber ich denke, das ist absolut RIP. Ah, Future Alex freut sich schon drauf. Ah, das war so klar. Da schon wieder. Also es ist cool, hier lang zu fliegen, aber entweder ist das Maul... Ich wollte das Maul doch gewechselt haben. Entweder ist das Maul einfach zu fett oder ich zu dämlich. Vorsicht, Alex. Da sind Dornen. Du solltest nicht dagegen fliegen. Warum tust du es dann? Mehrfach. Hm? Weiß ich nicht. Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Bronze. Ich muss ganze 10 Sekunden schneller bleiben, alleine, dass ich da direkt stecken geblieben. Okay, gib mir ein anderes Mount. Vielleicht ist das besser. Vielleicht nicht ganz so breit. Das ist ja länglich. Fast nicht getroffen. Ich glaube, ich habe das Grüne nicht eingesammelt. Aber ich hoffe, dass es jetzt ein, dass ich irgendwo hängen geblieben bin. Hätte mir vielleicht genug Zeit nicht verplempert. Bin ich jetzt auch nicht hängen geblieben. Habe ich jetzt besser geflogen? Und ich wäre beinahe irgendwo reingeflogen. Ich habe mich schon fast ertappt, da reinzufliegen.
Ja, Gold. Okay, gut. Uff. Also wenn man nicht stecken bleibt, super, läuft es. Und es gibt wie immer eine Marke. Hatte ja noch welche übrig. 10, 15, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht. Rückwärts über den Dornen. Ja, davor habe ich so Angst. Oh. Hab mich nicht getraut, die andere Taste zu verwenden. Gerade. Wegen den Dornen. Hier hätte ich es machen sollen. Vor lauter Dornen nichts, du da. Du da. Bitte Gold. Ich bin halt einfach gelandet und dachte, ich bin davor gelandet, aber ich bin gelandet, ich hab Gold, ich bin happy. Das heißt, die beiden Kurse waren das jetzt in Hellfire Ramparts, right? Alex hat kein Giga mehr.